Mr. X. Oh nein, Mr. X. Alles okay bei dir? Ich bin Mr. X. Also ich kann einen Faker nicht dulden. Ich bin kein Faker. Doch. Ich bin der Echte. Mrs. Z. Attacke. Minecraft-Freunde halten fest zusammen. Freunde für ein Leben lang. Sie sind Minecraft-Freunde. Eindringling! Eindringling! Oh mein Gott! Hey, was machst du hier? Du hast nicht geklopft. Raus mit dir! Ich bin mit den anderen zusammen. Ich war die ganze Zeit dabei. Erinnerst du dich nicht? Ich bin dein Kumpel. Dreh dich mal um. Okay, kannst du wieder umdrehen. Oh nein, Mr. X. Ich bin Mr. X. Dreh nochmal um. Nochmal umdrehen. Okay, kannst. Mr. Y. Nochmal umdrehen. Ich hab geschlafen. Umdrehen. Ich mich auch. Umdrehen. Stimmt. Oh Mann. Nicht du, Elina. Elina. Oh, es ist dein Tag. Ja, sie ist noch neues Mitglied. Sieh deine Verkleidung an. Elina. Ich bin nicht dabei. Ich hab alles weggelegt. Was bist du denn für ein Schlechter? Mann, ist das peinlich hier. Wirklich. Kein Wunder, dass uns keiner ernst nimmt. Der Analphabeten, klar. Hallo. Nee, mir reicht es. XYZ. Was? Ich hab meine Sniper. Der dicke Boris. Warte mal. Ist das hier ein geheimer Bunker? Oh mein Gott. Logisch, die Kisten unsichtbar. Oh. Sind sie jetzt sichtbar? Jetzt sind sie da. Weil ich logisches Say Ho gesagt habe. Ich glaube auch. Ich bin hier runtergegangen. Ich habe ein Herz. Pass auf, ich kann sie auch wieder wegmachen. Logisches Say Ho. Nein, sag's nicht. Okay. Dann müssen jetzt alle ein Like und ein Abo dalassen. Ja, bitte, ich möchte meine Kisten behalten. Wasser? Warum hast du so viel Wasser dabei und 2 Kruge Milch? Ich war unterwegs. Wasser? Heißt das etwa, hier wird gehext? Die Kurzfassung ist, ich wollte was einfangen unter Wasser und das war sehr schnell, deswegen habe ich halt viele Wasserflaschen bekommen. Ah, okay, Ryan. Dreh dich mal kurz um. Kannst dich wieder umdrehen. Mr. X! Ich bin Mr. X. Was? Ja, du bist das? Ja. Ich bin Mr. X. Sieht der sonst anders aus? Nein. Ich bin der echte Mr. X. Und Mr. X hat eine kleine Überraschung für dich. Okay. Nochmal mein Haus in die Luft sprengen? Nein. Ich bin der wahre Mr. X. Der würde sowas nie tun. Öffne doch mal die Garage hier. Netherite, oder was ist das? Ja. Und da passiert aber irgendwas Geheimes, Mr. X Netherite-Lager. Wenn ich das abbaue, sterbe ich dann? Nein, das ist verstärktes Glas. Hier lagere ich mein Netherite. Ah. Ja. Das ist krass. Das sind verstärkte Blöcke, ne? Ja. Nicht schlecht. Ja, aber Mr. X ist gucken. Ein reicher Mann. Okay, hast du auch nicht Junge, ist einfach ein Loch. Ja, das ist dieses Loch von den Dinosauriern. Also das weiß ich nur, weil ich das von Logo gehört habe. Denn ich bin nicht Logo, ich bin Mr. X. Wieso ist mein Auge eigentlich zu... Hä? Ah, jetzt ist es offen. Oh, mir fehlt Erde. Hier wird wohl gefuscht. Gefuscht? Nein, das ist das geheime Mr. X Netherite-Lager. Hier wird nicht gefuscht. Okay, dann... Möchtest du auch was von meinem Netherite abhaben? Ich wollte nur essen. Möchtest du auch was von meinem Netherite abhaben? Ich das? Ja, vielleicht. Was ich dafür tun? Ja, vielleicht finden wir da was. Wie wär's, wenn wir zur Besprechung in mein Mr. X-Versteck gehen? Hör auf, mein. Also, ich meine, das Logos Garagentor. Eins? Wo ist Logo eigentlich? Logo? Ich bin... Logo, ich brauch Hilfe! Mr. X. Oh nein, Mr. X. Wusstest du, dass ich einen Intro-Song habe? Echt? Geht der? Oh nein, Mr. X. Kann nix. Gleich platzt unser Netherite-Deal, wenn du das nochmal sagst. Ja, ich meinte den Fake Mr. X. Ah, besser so. Na dann, komm schnell mit in mein Versteck. Geheimes Mr. X-Versteck, in Klammern nochmal geheim. Ja.
Ich habe irgendwie Angst, da reinzugehen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann vorgehen. Okay. Hier sitze ich. Vollschaden kassier. Hey, das ist mein Teppich. Ja, ich wollte nur gucken. Sonst sieht es hier auch gut aus. Okay, gut. Ich bin Mr. X. Besteht ja kein Zweifel, weil ich habe das Mr. X Netherite La... Okay, kein Geheimgang. War vielleicht doch. Was? Gleich platzt unser Deal. Also. Nein, ich erkundige mich nur hier. Ich bin... Sorry, ich wollte das Achievement. Also, wo waren wir? Wir waren kurz davor, eventuell ein... Wir waren kurz davor, eventuell auf einen Nenner zu kommen. Ja? Erzähl mir mehr. Ja, also... Ich weiß aber nicht, ob ich dich für vertrauenswürdig halte, denn ich bin Mr. X. Okay. Ja, und vielleicht schreibe ich ja noch eine gewinnen. Position aus für Mr. X. Da gibt es drei Mr. X. Nein, es gibt nur einen richtigen Mr. X. Und der bin ich. Und was ist dann die Position für Mr. X? Das ist die Decoy Mr. X Position, die ich ausschreibe. Okay, erzähl mir mehr. Folgendes. Erstmal muss ich aber beurteilen, ob du vertrauenswürdig bist. Ich bin voll vertrauenswürdig. Aber eigentlich kann ich nur vertrauenswürdige Leute an mein Netherite-Lager lassen. Also ich wäre vertrauenswürdiger, wenn ich noch mehr Netherite habe. Ja, erstmal, wenn du mir deine Loyalität beweist. Boah, Alter, dass ich das Wort gerade geschafft habe. Kannst du das schreiben? Logo könnte das nicht, aber du bist ja Mr. X, der kann das. Stimmt, oder? Lawyer. Richter. Desto mehr ich es ausspreche, desto schlimmer wird es. Lorealität. Nee, bitte lass es. Schreib's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Was ist das denn jetzt? Was ist Loyalität? Ja, wie heißt das nochmal? Loyalität. Wie schreibt man? Ich glaube so, aber jetzt muss ich das googeln. Mr. X würde niemals einen Fehler machen. Das ist ein Test. Deine Loyalität zu testen. Oh ja. Das ist ein schwieriges Wort, aber ich habe es richtig geschrieben. Ist richtig. Das wusste ich, das war ein Test, weil ich kann nämlich in meiner Organisation keine Analphabeten aufnehmen, in den Alphabet-Clan. Oh, das tut mir leid für Logo. Ja. Ich bin Mr. X. Ich werde jetzt deine Loyalität testen. Okay, was ist das, wenn ich jetzt... Ist das, oh nein, muss ich was in die Luft sprengen? Was ist das? Ich will nicht sprengen, hier gab es genug Explosionen. Wenn du die Explosion überlebst, dann... bekommst du Zugang zu meinem Netherite-Lager, okay? 3, 2, 1. Nein! Ich würde niemals mein geheimes Geheimversteck in die Luft sprengen. Das ist okay. Mr. X. Ist es zu... Kommt da im Edit wenigstens ein Song drüber oder sagst du das jetzt einfach immer? Ja. Oh nein, Mr. X. Genau, denn ich bin Mr. X. jetzt ist total kaputt gegangen. Begleite mich. Ich habe eine gute Idee, wie ich deine Loyalität testen kann. Oh nein. Ich möchte, dass du dieses Haus hier niederbrennst. Nein, Spaß, wir gehen weiter in den Stadtpark. Oh, was ist denn das hier? Oh. Ich möchte, dass du Schinken tötest. Weißt du meine Loyalität? Tu es. Reicht das? Reicht das? Tu es. Du musst Schinken töten. Alter, ich hab den Block gewonnen, hast du das gesehen? Wie hab ich das damit denn gemacht? Verzichtest du auf 100 Diamanten. Du musst Schinken töten. Okay. Warte, bin gleich wieder da.
Ist kein Schwein in der Nähe. Nein, du musst genau das Schwein töten. Jetzt töte Schinken und beweis mir deine Loyalität. Okay, warte, was ist das da hinten? Hier, guck mal. Hast gehört, wie er gestorben ist? Nein, da ist er noch. Ich sehe ihn noch. Nee, das ist Ryan, ein Klon. Du möchtest anscheinend das Netherite nicht haben, oder? Das ist ein Klon. Ich bin Mr. X. Wenn du mir das Netherite nicht gibst, dann hole ich mir das. Oh, das ist blöd jetzt auf den falschen Stop. Hole ich mir das halt! Nein. Ich habe nur meinen Namen gerade vergessen. Wagemut, glaube ich. Ritter der Nasenrunde. Oh nein! Mr. X. Komm, jetzt töte das Schwein. Wagemut nicht Schwein töten. Doch. Wagemut Netherite wollen. Okay, Ryan, das heißt nicht der echte Schinken, das ist ein Fake-Schinken. Und jetzt beweis mir deine Loyalität, indem du Schinken tötest. Es tut mir leid, Easy. Perfekt, jetzt habe ich einiges gegen dich in der Hand. Wenn du mir jetzt in den Rücken fällst und Mr. X kann man nicht in den Rücken fallen, denn ich habe auch ein Auge auf dem Rücken. Das bedeutet, ich bin immun gegen Backstabs. Okay, ganz ruhig. Denn ich bin Mr. Ich will nicht mehr. So, begleite mich in den Stadtpark. Du drehst durch. Ich bin Mr. X. Mr. X klingt anders sonst. Ach so, ja, stimmt. Ich weiß nicht, so eine tiefere Stimme. Ich bin Mr. X. Nee, jetzt klingst du wie Gumbo. Mr. X redet offiziell so laut Roleplay. Nein, so redet er nicht. Doch, Mr. X redet so. Das stimmt, das kannst du. Du bist genauso sehr Mr. X wie ich, als ich die Bienenkönigin war und Elinas Skin drin hatte. So sehr bist du Mr. X. Was? Die Bienenkönigin? Die gehört zu meinen Erzfreunden, denn ich bin Mr. X. Also, Mr. X bin ich. Okay, wir sind am Ort der Prüfung angelangt. Stell dich auf das Holz. Wie? Ich hab schon Schinken weggeklatscht. Ja, aber noch kann ich dir nicht ganz vertrauen. So. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen, okay? Okay. Könntest du mir deine Kreditkarteninformation, die Sicherheitsnummer und den Karteninhaber schreiben? Mr. X ist gerade knapp bei Tasche. Ich bin auch knapp bei Kasse, also. Sagt man Kasse oder Tisch. Tasche? Ich kenn nur knapp bei Kasse. Okay. Mr. X würde sich niemals versprechen. Das war ein Test. Sorry. Okay. Ich habe, glaube ich, mich vertan. Knapp bei Tasche. Okay. Ich stell dir jetzt ein paar Fragen, warte. Mr. X ist A, Ryan, B, Logo, C, Banks. Ich weiß nicht, wer Mr. X ist, weil, also, Logo war ja gerade noch da, aber der ist irgendwie weg. Und ich dachte immer, Banks wäre Mr. X, aber ich glaube, der ist es auch nicht, aber... Gute Antwort. Kommen wir zur nächsten Frage. Denn ich bin Mr. X. Nein. Das ist ein scheiß Fiebertraum, Digga. Ich glaube, ich bin unter Breakdown. Okay, kurz durchatmen. Kurz wieder in die Rolle kommen. Ich bin Mr. X. Okay. Gambo hat A, eine große Nase. B, ein Suchtproblem. C, ein Waschbrettbauch. Alles außer C. Richtig. Ja! Gut, kommen wir zu einer sehr wichtigen Frage, okay? Okay, ich bin gespannt. Ich bin bereit. Im Buch Die Kunst des Krieges schreibt Sun Tzu, dass es konstante Faktoren gibt, die berücksichtigt werden müssen, um eine erfolgreiche Schlacht zu schlagen. Nein, es wird nicht gegoogelt bei Mr. X Quiz. Ich google nicht. Ich habe mir nur durchgelesen, was A, B und C ist. Also A3, B8 und C5. Und ich habe das Buch natürlich gestern Nacht noch durchgelesen zum 85. Mal und weiß daher, dass auf jeden Fall Antwort C richtig ist. Woher wusstest du das? Ist es richtig? Ja. Ja, ich habe das gestern Nacht auch gelesen, wie gesagt. Kannst du mir denn auch die 5 Konstanten nennen? Okay, den Test hast du vielleicht bestanden, aber... Schauen wir mal, ob ich hier noch was aus dem Buch rauskramen kann. Also, das ist so eine... Vielleicht mehr schulische Aufgabe? Es muss ja auch im Köpfchen stimmen, wenn man für meine Organisation arbeiten möchte. Okay. Welche Farbe kommt aus einem geothermischen Schlot, wenn man unter ihn Lava packt? Junge, woher soll ich das wissen? Du hast sie abgebaut, hier alle. Hast du in der Schule nicht aufgepasst?
Was für Schule, das okay, kann nicht. Okay, gut, wenn du es nicht weißt, ist okay. Dann machen wir jetzt den letzten Test. Nein, scheiß auf Raten, wir machen jetzt den letzten Test. Bist du bereit? Wir machen einen Vertrauenstest. Vertraust du mir? Oh Mann, ja. Ja, natürlich, du bist doch Mr. X, du willst mir nichts Böses antun, oder? Ich vertraue dir voll und ganz. Oh mein Gott. Aber hier geht das bestimmt auch noch auf oder so. Ich kann nicht raus hier. Darf ich weg? Darf ich weg? Muss ich stehen bleiben? Hä? Ja, komm mal raus. Komm mal raus, ich zeig's dir. Du hast den Vertrauenstest bestanden. Geht's da weiter? Oh mein Gott. Mr. X verfügt über grenzenlose Mittel und Wege. Aber du hast den Vertrauenstest bestanden. Ja. Okay. Dann verschließen wir das Ganze mal wieder. Willst du ein bisschen schinken? Oh, ja klar. Dann müssen wir jetzt auf ins Mr. X-Versteck. Hier, wir sind im geheimen Mr. X-Versteck. Denn ich bin Mr. X. Oh nein, Mr. X. Alles okay bei dir? Reiß dich mal am Riemen. Noch so ein Ding, dann fällst du durch. Okay, ich würde sagen, du hast alle Aufgaben mit Bravour bestanden. Das freut mich. Ich glaube, jetzt kannst du Teil meiner Organisation werden. Oh. Yes! So, kommen wir zur zeremoniellen Übergebung. Mr. X ist begabt mit Worten. Er jongliert die Dinge umher wie ein Jongleur. Oh. Wow. Er ist ein wahrer Meister des gesprochen und geschriebenen Wortes. Mhm. Ja. Gut, kommen wir zur zeremoniellen Zeremonie der Zeremonien, indem ich dich jetzt in meinen Analphabeten-Clan aufnehme. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein. Oh, wollte ich nicht. Nein, kann ich das nochmal wieder haben? Danke, danke, danke. So. Oh mein Gott. Denn ich bin Mr. X. Oh nein, Mr. X. Okay, da wir jetzt beide in der gleichen Organisation sind Mr. X, begabt mit Worten. Ein wahrer Meister des gesprochenen Wortes. Mr. X muss kurz seinen Wecker deaktivieren. Okay. Oh, ist schon wieder Zeit für meine Medikamente. Das ganze Mr. X-Ding ist so geisteskrank. Cursed, Alter. Mr. X! Was ist los? Ja? Ja? So redet doch nicht Mr. X. Mr. X redet voller Selbstbewusstsein. Ja, was gibt's? Ich bin Mr. X. Und ich habe Selbstbewusstsein. Mr. X. So, da wir jetzt beide. Mr. X. Können wir ja zu unserem Netherite-Versteck gehen. Ja. Das ist aber auch echtes Netherite, oder? Ich habe jetzt nicht umsonst Schinken weggequatscht, oder? Das ist echtes Netherite. Das ist nicht, das ist nicht projiziert oder so. Das ist richtig. Hier, ich. Kannst dich abbauen. Ach so. Ups. Ich auch nicht. Das ist nämlich gar nicht von mir. Warte, was? Ja, das hat jemand anders dahin gebaut. Das ist nicht von mir. Ich starre es aber schon den ganzen Tag an. Das ist Wie? Das ist nicht von dir. Ja, das ist nicht von mir. Wem ist das denn? Irgendjemand hat das als Prank hier hingestellt und ich muss ehrlich sagen, ich dachte, es ist so lustig, dass ich einfach dieses Schild da dran gehangen habe. Aber hey, jetzt sind wir beide Mr. X. Mr. X. Ich sag, du hast Schinken umgebracht. Ich hab's auf Band, wie du Schinken umgebracht hast. Soll ich dir noch eine krankere Bombe droppen? Ja. Das war der echte Schinken, den du umgebracht hast. Nein, das war nicht der echte Schinken. Ich nehme dich nur auf die Schippe. Das ist wirklich mein geheimes Netherite-Lager. Ich mach's kurz auf. Bin ich projiziert schon mal. Das sind nämlich echte Netherite-Blöcke. Nimm sie dir ruhig. Das ist glatter Stein. Nee, was? Netherite safe, hä? Was ist das? Was ist das denn? Kann man die aufmachen oder was? Kann man das? Das sind Fässer. Nein. Als ob das Fässer sind. Du kannst alle haben davon, wenn du so unbedingt brauchst. Ich schenke sie dir alle. Alter, danke. Netherite safe. Oh mein Gott.
Es hat sich richtig gelohnt, Schinken wegzuklatschen. Danke, Mann. Aber hey, wir sind jetzt Teil der gleichen Organisation. Wir sind Teil der Analphabeten. Wow. Den Jump'n'Run jetzt reinbauen. Hey, das kann man nicht schaffen. Das kann man nicht schaffen hier. Und ein Phantom, Mr. X, Attacke. Was? Mr. X setzt Tackle ein. Los. Zack. Mr. X ist verwirrt. Mr. X hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Nein, Mr. X. Ich zeig dir mal, wie das geht. Das Jump'n'Run. Oh. Zack, so geht das. Oh, Alter. Da sieht man mal die wahre Stärke von Mr. X. Wow. Oh, ich hab's auch geschafft. Und jetzt fixen wir das Jump'n'Run. Ja, das schaffst du. Ja. Warte mal, machen wir mal so und dann. So. Oh, ich hätte den einen weiter wegmachen müssen. Das schafft okay, jetzt nur hier. Mr. Einfach, X. Guck. Okay. So, und dann. Oh. Hast recht. Schau, Mr. X hat's geschafft. Und runtergefallen. Ja, ich hasse dich. Aua. Ich fühle mich hintergangen, Mr. X. Ich fühle mich hintergangen und ich werde das alles Logo verraten. Und Logo wird einen Nuke unter dein Geheimversteck packen. Dreh dich kurz um. Okay. Logo, oh mein Gott, du hast so viel verpasst. Mr. X! Passiert. Oh, dreh dich kurz um. Moin, Logo. Logo, es ist was ganz Schlimmes passiert. Was denn? Hier war gerade Mr. X. Was? Mr. X? War hier. Ja, und dann hat er hat mich veräppelt und jetzt habe ich Schinken weggehauen und er hat mich hier Netherite versprochen. Alter, du hast Netherite! Das war, nein, dein, mein das Back ist kein Netherite. Mim. Wird Zeit für die Shitzu-Medikamente. Nee, warte, das ist, nein, hier draußen. Nein, das ist einfach meine Garage. Nein, hier hing... Nein, aber hier vorne, Logo, hier vorne, ich hab einen Beweis, komm mit. Da hing nämlich ein Schild dran, dass das von Mr. X ist und hier war sein Geheimversteck. Das stand hier wirklich, ich schwöre. Nein, hier stand ein Schild und da stand Mr. X. Nein, das ist einfach nur so ein Bereich unter meinem Haus. Doch, und hier war Teppich. Hier? Was? Wo ist es hin? Nein, hier war Teppich und hier war ein Tisch und hier hat er sich hingesetzt und dann hat er, das meint er, Mr. X Geheimversteck. Ich bin Mr. X. Also ich kann einen Faker nicht dulden. Ich bin kein Faker. Doch. Ich bin der Echte. Mrs. Z. Attacke. Du fängst an. Wir können Tausch machen. Dein Fake Mr. X-Suit gegen deinen Rucksack. Mein armer Rucksack. Kannst du ihn wieder haben. Ich depp, ich geb doch nicht, dass ich bin Mr. X. Dann probiere ich meine Chance. Oh mein Gott. Ja! Den Schaden, Junge. Nein! Mann, ich muss immer am Originalspawn wieder hierher fliegen. Hat den Hut immer noch. Ich bin... Ja, man behält den auf. Mr. X. Ich glaube, ich muss mir das nochmal sicher gehen. Oh mein Gott, er hat den Hut. Ich bin gerade das dritte Mal geflogen. Fluch der Bindung hat er da drauf. Nein, aber du behältst die kosmetischen Sachen behältst du komischerweise immer an. Alles andere für dich ist es vielleicht nur kosmetisch, aber es ist meine Identität. Ich bin Mr. X. Für uns ist es eine Sache von Ehre. Außerdem habe ich auch gerade den Kampf gewonnen, also gib mir meinen Rucksack wieder. Nö, ich will mir den Hut. Das ist aber mein Hut. Du hast Hut. Den Kampf gewonnen, du hast mir einen Pre-Hit gegeben, der hat mir 7 Herzen gekostet. Ich trinke gerade Kakao, Leute. Ja, endlich. Minecraft-Freunde halten fest zusammen. Sie sind Minecraft-Freunde für ein Leben lang. Immer jederzeit bereit. Freunde für die Ewigkeit. Minecraft-Freunde lassen dich niemals allein.